5 Liter Eis. Ist das nicht ein bisschen. Sag mal! Alter! Ich Nee, dachte. so alt bin ich gar nicht. Eieiei. 3-2 in Zahlen. Ich dachte, ich hätte da irgendwie an die Pizza. Wäre da an ihre Pizza reingekommen. Oder eben mit, was am Anfang mit P sagen wolltest, dachte ich erst. Jo! Nein. 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 Pokerface. 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 Eieiei. Und morgen Dünnfilm. Ich bin immer froh, wenn ich so ein kleines Mini-Eis fertig kriege. Ich bin von so einem Magnum schon immer Magnum, satt. ne Magnum gehört auch ins Halt. Nicht die Magnum. Ach so. Aber warum willst du das einem Pferd ans Halfter binden? Ich frage für einen Freund. Ja. Oh, Pizza! Der Boden ist ein bisschen weich geworden. Willst du das Stück gleich mitnehmen und Nee. essen? Hattest du schon eine ganze Pizza? Ida ist wieder der fliegende Anus. Das ist ein Auge. Da, ein Auge. Ja. So eine Nougatzitze. Eine Nougatzitze. Du bist auch so eine Nougatzitze. Wie lange bist du noch wach? Bis ich ins Bett gehe und schlafe. Weiß ich noch nicht. Schmeckt's? Ja. Ich nehme mal noch so ein, zwei Stunden. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Wir haben 20 Uhr. Und wie ist der Kuchen? Habe ich noch nicht probiert. Ja. Es ist große fürs Bügeleis. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, wenn ich ehrlich bin. Okay, das sieht cool aus. Die Karobe. Und das hier sieht ja halt ein bisschen seltsam aus. Ah, okay. Also, ja, quasi ein gemischtes Eis. Ich habe halt noch nie aus diesem ganzen. Na doch, ich habe. War es Langnese? Nee. Ich glaube, so ein Vanilleeis hatte ich mal. Also pur Vanille. Also, ne? Nur Vanille ohne Erdbeer und Schoko. Das hatte ich mal. Huch. Das hatte ich schon mal, aber sonst. Ja, ich kenne es halt nur unter gemischtes Eis. Einen anderen Begriff kenne ich nicht. Deswegen. Erstmal vor dem Fressen hier. Ich lese auch gleich weiter. Ja, sogar Sandwich-Eis so lecker. Sandwich-Eis war ich immer zu blöd, das zu essen. Da flutscht immer die Hälfte raus. Das ist richtig kacke. Ich habe dann irgendwann angefangen, die Dinger zu schneiden. Dann komme ich momentan beim Einkaufen vor die Zustände. Oder aber Einkaufen ist auch scheiße. Einkaufen ist so. Meh. Willkommen zurück, Adair. Es freut mich, dass du es dir zur Gewohnheit gemacht hast, nicht zu sterben. Muss doch schnell genug essen. Ja, aber dann kann man es doch nicht genießen. Ich bin so eine Genießerin. Ich kann das nicht immer alles in mich reinschlingen. Geht nicht.
Bevor wir über deine Prüfung sprechen, möchte ich dich jedoch etwas über Kokobussi fragen. Als ich ihn eben gesehen habe, erschien er mir irgendwie seltsam. Nun, seltsamer als sonst. Was? Vielleicht etwas darüber? Pappe und Pappe ab. Oh, das ist so. Pappelapapp, meinst du? Über diese ganze Weihnachtsrotze und ich hasse Weihnachten. Alles. Ja, Weihnachten ist jetzt auch nicht so meins. Weihnachten ist jetzt, ja. Ich lebe damit. Das Einzige, was ich mag, ist der Glühwein, Spekulatius und Lebkuchen. Aber ansonsten... den Glühwein eigentlich auch nur, weil kalt. Ich kann doch jetzt schon Glühwein trinken. So kalt, wie mir ist. Das mache ich nicht unbedingt vom Winter abhängig, tatsächlich. Hm. Gut, im Sommer würde ich ihn nicht trinken. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Warum merkt, dass ich mehr Hunger habe als Lust, diese wundervolle Questreihe zu lesen? Gruseliges Lala-Face. Deine Augen verraten das Geheimnis, das du in deiner Brust trägst. Wenn du mir nicht hilfst, meinem Bruder zu helfen, dann könnte die Lage hier ungemütlich werden, Daria. Er hat mir ja nicht geholfen. Deine Augen verraten das Geheimnis, das du in deiner Brust trägst. Wenn du mir nicht hilfst, meinem Bruder zu helfen, könnte die Lage hier ungemütlich werden. Okay, ich komme also nicht drum herum. Er hat dich bei der Prüfung unterstützt. Was? Bussi war bei deiner Prüfung dabei? Es ist außerordentlich gefährlich und dumm, sich in die Ausbildung einer Taumaturgin einzumischen. Bei dem gehöre ich dem Marsch blasen müssen. Von diesen Unannehmlichkeiten mal abgesehen, bin ich beeindruckt von deinem Sieg im Angesicht dieser unerwarteten Entwicklung. Die Lehren des gähnenden Abgrunds haben dir offensichtlich gut getan. Mit deiner Erfahrung und der Kontrolle, die du bewiesen hast, denke ich, dass du bereit bist, deinem Repertoire einen neuen Spruch hinzuzufügen. Kollaps. Diese elementar neutrale Detonation ist effektiv gegen allerlei Arten von Gegnern. Bin mir sicher, du kannst es kaum erwarten, die Wirkungskraft dieser Zauberformel zu testen. Oh ja. Daher werde ich dich nun wieder deinem Training überlassen. Ich habe jetzt schon Mitleid mit der nächsten Kreatur, die sich dir in den Weg stellt. Ich nicht. So toll, ich liebe es, an welchen Tagen sonst beschenken. Wie ein grimmige, gruselige, fette, weißhaarige, vollbärtige Männer mit roten Säufernasen mit tollen Dingen. Also wenn du das unbedingt möchtest, kann ich das ganze Jahr für dich machen. Der Hund sitzt schon wieder im Katzenklo, haben die nur mit Katzenkacke. Ja. Unsere Hündin hat auch eine Phase, da hat sie Katzenkacke gefressen. War ganz toll. Aber vielleicht möchten die Hunde ja auch so ein elegantes Klo im Haus, ohne dass sie selber raus müssen. Vielleicht wollen sie ein Statement setzen. Schluss mit Gassi gehen. Wir bleiben zu Hause. Dann noch Gesicht am Lecken danach. Besonders lecker. So nach dem Motto, hier, guck mal, was ich gefunden habe. Riecht doch lecker. Warum ist das hier so voll? Gibt's hier was umsonst? Okay, davon kann ich nichts gebrauchen. Mal wieder. Adaria, noch in einem Stück und sprudelnd vor arkanen Kräften, wie ich sehe.
Und das ist gut zu wissen, denn in letzter Zeit treibt eine Bande von Ätherdieben ihr Unwesen in Tainalan. Und die gehen leider nicht besonders simpelig vor. Statt Fiolen zu rauben, setzen sie nämlich direkt an der Quelle an und saugen ihrem Opfer den Äther aus dem Körper. Was für die Überfälle leider bislang immer mit dem Tod endete. Für uns ist das besonders prekär, denn bislang hat es ausschließlich Thaumaturgen getroffen. Deshalb bin ich sehr froh, dich unversehrt zu sehen. Und ich spüre, dass du wieder einen beachtlichen Fortschritt auf den Pfaden der dunklen Magie gemacht hast. Ausgezeichnet, dann bist du vermutlich reif für die nächste Lektion aus dem gähnenden Abgrund. Kokoboa wird dich heute alles über die Gefahr der Umzingelung lehren. Viel Erfolg. Donnerstag wird auch erstmal schrecklich. Das klingt aber gar nicht gut. Was überlegen? Das ist da. Da ist mein Trinken. Zahnarzt. Oh, Zahnarzt ist so scheiße. Ich hasse Zahnärzte. Ist immer ein Graus. Ich meine, ich habe eine recht gute Zahnärztin, aber trotzdem. Frösche ist der Kuchen, ist lecker. Mehr davon. Mehr Kuchen. Ich glaube, den kaufe ich mir selber. Was? Habe ich selbst gekauft. Hm? Ich kaufe mir den auch. Was? Tut er mir weh, drücke ich. Durch einfach zu, dann sinkt er 5 Stufen höher. Dann sinkt er in einer ganz anderen Tonlage. Diese kleinen Lalas. Ha, Aidaria, was lang wird, wird endlich gut, hä? Huh? Heute bin ich an der Reihe und ich kann dir versprechen, dass sich die Warterei gelohnt hat. Man will dich gar nicht lange auf die Folter spannen, also. Die Gefahr der Umzingelung. Gepriesen sei die Macht der Thaumaturgie. Das Schönste aller Künste. Wie Peitschen züngen ihre Flammen, wie Dolche bohrt sich ihr Eis durch die Herzen des Feindes. Wie Tänzer zucken ihre Blitze vom Himmel. Doch wehe, wenn der Thaumaturg im Kreise seiner Feinde sich findet. Erschlafft sind die Peitschen, die Dolche stumpf und die Tänzer winden sich am Boden. Kenne diese Gefahr und strebe nach Luft zum Atmen. Wir heißen es da immer auf der Hut, dass sich eine Gegnergruppe nicht in die Zange nimmt. Denn dann ist der Zauber ganz schnell aus. Ich vermute ja fast, dass diese Ätherdiebe auf genau diese Art vorgehen. Kein Wunder, dass Thaumaturgen hier in letzter Zeit raufgehen, wie Mistfliegen in den Mägen. Hungriger Molche. Deshalb, meine Liebe, sollst du dieses Mal lernen, im Verbund mit anderen zu kämpfen. Als Lok-Dodo, Ermittlerin in unserer Sache, könnten wir dich da draußen nämlich gut gebrauchen. Und ich bin genau der Richtige, um Aidaria beizustehen. Boah, lass mich an ihrer Seite kämpfen und den Verbrechern das Handwerk legen. Oh nee. Ich habe erfahren, dass an Nofikas Brunnen Leichen von Thaumaturgen entdeckt worden sind, die vermutlich die letzten Opfer der Ätherdiebe waren. Wenn wir uns direkt auf den Weg machen, stoßen wir vielleicht auf eine heiße Spur. Oh, hallo Bussi. Das ist ja ein nett gemeintes Angebot, aber ich fürchte, dieses Mal übersteigt die Sache deine Fähigkeiten um ein Vielfaches. Und ich habe
Und ich habe keine Lust, dir das nächste Mal... Liebe dich! Ich weiß! Keine Lust, dir das nächste Mal im Leichenschauhaus zu begegnen, klar? Keine Sorge, ich habe einen ziemlich schlagkräftigen Gladiator kennengelernt. Der würde Aedaria und mir Rückendeckung geben. Was du nicht sagst, zu dritt wird ihr vermutlich wirklich in der Lage, euch aus den Klauen der Umzingelung zu winden. Hast du gehört, Aedaria? Ich warte an der Hütte in der Nähe von Nufigas Brunnen auf dich. Beeil dich, bevor es sich mein Bruder wieder anders überlegt. Hehe. Mhm. Kokobussi? Mhm. Ist ja nicht so, als hätte ich das nicht schon einmal bei einem gemacht. No. Zahnarzt ist ein gefährlicher Beruf. Ein sehr gefährlicher Beruf. Der schmeckt wie der Kuchen, den ich aus meiner Kindheit kenne. Schokokuchen? Nee, lass mich raten. Zitronen. Nee. Nach Zitronenkuchen schmeckt der nicht. Ich glaube, den kaufe ich mir auch. Ich muss bei Aedaria einen Shop bestellen. Aber da gibt's den noch nicht. Ich hoffe, dass es den ab morgen zu kaufen gibt. Na gucken. Morgen Abend eventuell. Weil dann weiß ich, welche Bestellung als erstes drin ist. Da geht kein Weg dran vorbei. Den Boden finde ich gar nicht so schlecht. Echt? Hm? Ich finde irgendwie Gummi. Hm. Ich finde den eigentlich genau richtig. Da finde ich, jetzt macht er das schon wieder. Ja. Da finde ich diese Restaurante, also diese andere, diese mit den ganz, ganz, also, ne, die so ganz, ganz dünn ist, die finde ich schlimmer. Esse ich zwar auch gerne, aber am liebsten Thunfisch davon. Kannst du mal damit aufhören? Das macht mich total nervös. Mal. Der Rand ist gut. Der ist so schön kross. Aber der Rest? Hier, probier nochmal den einen da. Mein Schatz. Nase. Danke für den Kuchen. Und lass die Hose oben. Okay. Wenn das einer hört. Ganze sechs Leute. Uhaua. Wenigstens haben sie es nicht gesehen. Weil da sieht man nicht viel. Nee. So. Tschüss, Zuckerpopo. Lass deine zwei Finger stecken. Jo. Aus Reinhard, falls wir uns nicht mehr sehen. Wir sehen uns. Ich mach bald Pipi-Pause. Die Tatze liegt auf dem Bauchpen. No. Süß. Süß. Jetzt musste ich meine Pizza noch verteidigen. So. Aber erstmal Stufensteigerung. Mhm. Ah ja. So. Dann gehen wir einmal zum Markt. Ich muss die Gehilfe nämlich wieder losschicken.
Ja. Nein! Oh, ich muss mir daran gewöhnen, dass ich wieder auf Dings gehe. Beauftragen. Nein. Beauftragen. Und beauftragen. Ja, an der Stufensteigerung komme ich leider nicht drum herum gerade. Hab nicht mehr genug Steine, glaube ich. Nein. Nein. Das ist echt nicht mehr viel. Okay. Pfadumzingelung. Ich befürchte zwar, dass das wieder einzeln ist. Aber egal. Ich glaube auch, dass es eine Falle ist. Also diese Questreihe kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Wenn Taumaturgen habe ich noch nie gemacht. Alles klar. Ich gucke mir dann gleich in der Pause an. Ach, und das ist der Gladiator. Ah, da bist du ja, Aldaria. Ausgezeichnet. Der Gladiator, von dem ich sprach, ist dieser stattliche Rückerdien hier neben mir. Nicht die schlechteste Lebensversicherung, oder? Die Leichen der Taumaturgen liegen bei Nofikas Brunnen im seichten Wasser. Sie sind ziemlich übel zugerichtet und ich werde immer ohnmächtig, wenn ich Blut sehe. Könntest du die Spurensuche übernehmen? Das wäre wirklich nett von dir. Gut, einen habe ich schon. Zwei. Drei. Die armen Taumaturgen. Ich finde es interessant, dass die Leichen einfach verschwinden. So. Also ich gehe mal von aus. Dreh ich nochmal ab. Ne, doch keine Einzel-Inni. Aber ich gehe trotzdem mal ganz kurz pinkeln. Ja. Könnt ihr einmal die schöne Musik wieder genießen. Und? Hast du Indizien gefunden, die uns weiterhelfen könnten? Ja. Hier. Hey, das Blut. Oh weia, jetzt wird mir schon wieder schwindelig. Ist ja fast noch warm. Die Täter können nicht besonders weit gekommen sein. Das ist unsere Chance. Ja, kehre am besten noch einmal an den Ort des Geschehens zurück. Vielleicht lockt deine Magie die Übertäter ja an. Dann schnappen wir sie uns.
Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. So. Ah ja, ein Zeni, okay. Ja, der Kleine ist echt niedlich. Aber bei Katzen schwärme ich ja sowieso. Katzen finde ich alle niedlich. Katzen sind einfach toll. Hier der Dosenöffner. Ja. Aber das machen wir ja gern für die kleinen Fellnasen. Zumindest ich mache das gerne. Abends kriege ich dann ja die Belohnung dafür, dass wir sie füttern. Das ist mir dann Belohnung genug. Wenn dann abends geknuddelt wird. Ja, geht der Ding jetzt gleich flöten. Juhu! Hm. Okay, glaube ich, da muss ich die AOE nutzen. Wäre, glaube ich, zumindest besser. Also erst Single Target. Ja, komm. Und dann. So. Mit Blitz geht das Ganze nochmal ein bisschen schneller. Nein, oh mein Gott, das war falsch. So, gleich bin ich soweit, gleich kann ich die AOE nutzen, so. Ohne so lange. Ich glaube, das ist auch nicht der richtige Weg. Dauert zu lange? Nee. Okay. Hm. Kann den halt leider ja auch nicht heilen. Bin ja leider Schwarzmagier. Ja, die hier gehen halt schneller, ne? Als erstes die hier.
Okay, gerade sieht es besser aus. Ich hasse den Taumaturgen. Ah, wir haben es sehr gut. Wie du mit dem Gladiator Hand in Hand gearbeitet hast. Die Imps hatten nicht den Hauch einer Chance, euch in die Zange zu nehmen. Mein Bruder wird stolz auf dich sein. Es gibt nur einen Wermutstropfen. Einer der Imps ist euch entwischt. Wir dürfen ihn auf keinen Fall entkommen lassen. Kokoboa würde uns das bis in alle Ewigkeit nachtragen. Ich habe schon genug unter dem Spott meiner Brüder zu leiden. Der Gladiator ist leider direkt abgehauen, nachdem er seinen Sold erhalten hatte. Aber mit einem mickrigen Imp wird eine talentierte Taumaturgin wie du sicher auch spielend allein fertig, oder? Der flüchtige Verbrecher hat sich in eine schattige Filznische auf der anderen Seite des Flusses verkrochen. Ich hab's genau gesehen. Wenn du ihn dort in die Enge treibst, gibt's keinen Ausweg mehr für ihn. Ernsthaft? Okay, irgendwo hier hinten. In der schattigen Stelle. Oh oh. Keine Angst, das da ist nicht Kokobusi, sondern diese elende Nichtsgesandte, die aus der Urne in den Körper meines Bruders gefahren ist. Hohoho, messerscharf kombiniert. Du trägst den Titel eines Gildenmeisters. Nicht umsonst, wie es scheint. Dein Bruder hingegen ist als Ätherwirt vollkommen unbrauchbar. Ganz im Gegensatz zu jener aufstrebenden Taumaturgin hier, nach deren arkanen Kräften ich mich seit unserem ersten Treffen verzehrt habe. Und verzehren darfst auch du dich weiterhin, denn dein Spiel ist hier aus. Lass nicht zu, dass du weiterhin mordest und Schande über meine Familie bringst. Das sind wahre Worte, hehre Worte. Doch mich dünkt, du wirst ihnen keine Taten folgen lassen. Warum sonst auch hast du gerade nicht auf mich, sondern das Messer gezielt? Ein mächtiger Taumaturg wie du hätte mich mit einem Zauber auslöschen können. Doch du fürchtest, dass mit mir auch dein Bruder drauf geht. Habe ich recht? Böse Lalas. Ha, deine Fürsorge ehrt mich, großer Bruder. Für heute muss ich unsere Familienzusammenkunft leider beenden, aber sei unbesorgt. Ich werde dein kleines Brüderchen zum mächtigen Magier des Planeten machen. Ja. Er hat mir nämlich verraten, dass er sich mit dir messen möchte, Bookielein. Den Wunsch würde ich ihm natürlich nicht abschlagen. Vielleicht hätte er auch Spider-Man werden können. Verdammt, ich hätte es in der Hand. Ich habe Schande über unsere Gilde gebracht. Doch das soll nicht deine Sorge sein, Adaria. Du hast dein Training erfolgreich beendet. Kokoboa wird diese Kunde sicher mit Freude zur Kenntnis nehmen. Ich werde mich für eine Weile zurückziehen. Tschüss. Hm.
So, danach mache ich aber wirklich Stufensteigerung. Ich muss irgendwie Level 35 noch erreichen. Irgendwie. Weiß gar nicht. Machen wir morgen eigentlich auch Dingens? So, einmal nachgucken. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was für morgen auf dem Plan stand. Ich weiß auf jeden Fall, dass Witcher auf dem Plan steht. Weiß nicht. Ah, doch. Okay. SFF, dann Witcher. Morgen geht die Zeit auf jeden Fall auf die Stufensteigerungen drauf. Mal gucken. Okay. Dann gehen wir die Quest einmal ab. Ah, willkommen zurück, Adaria. Ich habe von Pussy gehört, dass der Redelsführer der Diebe zwar entkommen konnte, eure Aktion ansonsten aber ein voller Erfolg war und du dich im Zusammenspiel mit dem Gladiator prima geschlagen hast. Pussy ist für eine Null am Zepter, aber auf sein Wort ist Verlass, also saubere Arbeit. Die Prüfung Gefahr der Umzingelung hättest du also bestanden und damit den Boden des gähnenden Abgrunds erreicht. Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Kreis der fortgeschrittenen Taumaturgen. Naja, eigentlich ist es noch ein, gibt es nur eine Zusatzsektion, aber Buki meinte, die können wir uns ruhig sparen. Ich habe sie schließlich auch nicht über mich ergehen lassen. Bin ja nicht lebensmüde. Also dann, man sieht sich. Danke, dass du Stillschweigen bewahrt hast. Meine Brüder wissen noch nichts von der Sache. Erst muss ich entscheiden, wie wir vorgehen sollen. Ich hätte an Nofikas Brunnen nicht zögern dürfen. Dann wäre das Problem ja jetzt aus der Welt geschafft. Doch Reue bringt uns auch nichts weiter. Diese nichtsgesandte Mormu plant bestimmt schon ihren nächsten Schritte. Für eine Weile wird sie sich vermutlich zurückziehen, um uns in Sicherheit zu wiegen. Doch irgendwann schlägt sie wieder zu. Das steht fest. Also müssen wir wachsam bleiben. Ich werde die kurze Verschnaufspause nutzen, um mir einen Plan zurechtzulegen. Du kannst dir sicher sein, dass ich von meiner Verantwortung nicht davonlaufen werde. Oh, das ist alles Mist. So, was gibt's bei der nächsten? Kein Zaubergut. So. Stufensteigerung. Teilnehmen. Jetzt aber wirklich. Mit dem zentralen Tanalan hätte ich noch was. Dann machen wir nämlich erstmal Bestiarium.